Mann, das ist eine Idee. Hier ist Verhör sind jetzt dran. Und die ziehen ganz prächtig alle Damen an. Denn die haben System, das geht auf die Figur. So eine Figur macht ihr Hilfsverhör nur. 27 Größen, ob ganz groß oder klein. Da passt ideal einfach jedes Mädel rein. Hilfsverhör, die Jeans, die Frauen anziehen. Wir wollen heiraten und... Ich brauche Küchengeräte. Gern. Einen Quirl und dann brauche ich noch einen Fleischwolf. Oh ja. Ja, und dann noch was zum Pommes frites schneiden und was zum Teig kneten. Ja, was brauchst du noch alles? Eigentlich nur den Alleskönner von Moulinex. Die Kompaktküchenmaschine Mulimat Elektronik. Die mit dem Kraftknopf. Sie kann sanft Sahne schlagen, kraftvoll Fleisch schnetzeln, Pommes frites schneiden, mit Superkraft Teig kneten. Der Alleskönner von Moulinex, Mulimat Elektronik. Ja, einer für alles. Mhm. Wenn wir Deutschen in unseren wohlverdienten Sommerurlaub fahren, nehmen wir außer den ganz persönlichen Urlaubserinnerungen meist auch ein paar Pfunde mehr mit zurück. Deshalb hat Brigitte die Blitzdiät für die Zeit nach dem Urlaub erfunden. Nur 7 Tage und Sie können Ihre Urlaubsfunde vergessen. Die schönen Erinnerungen bleiben. Brigitte, abnehmen wie der Blitz. Bauen, ohne dass einem die Kosten davonlaufen. Im Eurohaus Musterhorstzentrum zeigen wir Ihnen 10 wunderschöne Häuser für jeden Anspruch, für jeden Geldbeutel. Zum Beispiel dieses Eurohaus. 132 Quadratmeter Wohnfläche mit komplett ausgebautem Dachgeschoss, exzellente Ausstattung und beste Bautechnik. Für unter 225.000 Mark mit massivem Keller. Im Eurohaus Musterhorstzentrum St. Wendel-Bliesen erfahren Sie mehr. Täglich, auch am Wochenende bis 17 Uhr. Schöne Haut, gepflegte Haut, gesunde Haut. Das neue pH 5 Eucerin Cremeölbad für Ihre medizinische Hautschutzpflege. Das medizinische Cremeölbad mit Schaum. Es stützt den natürlichen Säureschutzmantel Ihrer Haut, schützt sie und macht sie weich und geschmeidig. pH 5 Eucerin von Beiersdorf. Die medizinische Hautschutzpflege aus Ihrer Apotheke. Denn nur gesunde Haut kann schön sein.